Nach allen Regeln der Kunst vernichtet und nun zu dir, alter Mann, hä? Lass mich los! Wir haben dich besiegt, du blöder Idiot. Komm mit! Was soll denn das? Wir haben doch... Och Mann! Schnell! Die Lava kommt uns entgegen, wir müssen hier weg. Phil, lauf! Das ganze Teil fängt an auszubrechen. Ich sehe nichts mehr. Es ist alles schwarz und so heiß. Wach auf. Los, komm schon, wach auf. Du wirst ja wohl nicht hier vor mir verrecken. Na also, geht doch. Dach schon, du wachst gar nicht mehr auf. du warst schon so gut wie tot, weißt du das? Tot? Mir geht es aber wieder... Autsch! Super. Du bist ein Weichei, aber nicht so ungut. Bleib mal liegen. Weichei. Sowas von Gustav gesagt zu bekommen, ist die reinste Blamage. Bist du auch schon wach, Junge? Bist du auch schon wach? Junge, du hast auch noch auch Nerven. Deine Freunde dachten schon, du wärst tot. Da ist ja unser Retter. Von einem Dämon lasse ich mir nichts mehr sagen. Das war gemein. Warte nur, bis ich meine super Angriffe einsetze. Das will ich sehen, Gas. So, es bleibt uns einfach keine Zeit. Wir treffen uns alle gemeinsam in meinem Haus und reden darüber, wie wir weitermachen. Mhm, okay. Wo sind die anderen zwei? Können wir nicht bis zum Tod einfach friedlich leben? Wir haben doch eh keine Chance gegen die Dämonen. Ach, ich sollte dir gerade den Kopf abhauen. Hab ich was Falsches gesagt? Ich hasse dich, Gustav. Ich hasse dich. Hab ich mal erwähnt, dass ich Gustav hasse? Das kann man nicht oft genug erwähnen. Wo ist jetzt dein Haus, Kumpel? Bestimmt das mit dem Fernseher. Bleibt eigentlich nur das mit dem Fernseher. Aber erst speichern. Speichern, nicht wegdrücken. So. Bam. Bam, bam, bam. Ja. Gucken wir doch einfach, wie wir Treha besiegen können. Ich meine, ich den PC, der hat bestimmt auf Google. Prima. Dir geht's wieder gut. Mehr oder weniger. Es sieht ganz, ganz schlecht aus. Dieses Dorf ist nicht mehr geschützt. Der Reaktor ist zerstört worden von den Massen der heißen Lava. Und das Schlimmste, der älteste von uns Weisen, ist gefangen genommen worden. Das lässt natürlich viele Rätsel offen und unsere Chance, die Dämonen zu besiegen, schwindet von Tag zu Tag. Wenn wir gegen die Dämonen gewinnen wollen, dann brauchen wir Waffen. Bisher haben wir jeden Kampf gegen die Dämonen oder Helfer oder was auch immer verloren. Momentan käme mir nur als Idee, nach Metropolis zu gehen. Dort können wir dieses Dörfchen hier eintragen. Vor Jahren wurde ein Kraftwerk gebaut, das die ganze Welt versorgen könnte. Eine riesige Macht steckt dahinter. Durch diese Macht können die Dämonen nicht dringen. Wenn wir angeschlossen werden, ist dieses Dorf ewig sicher. Ich habe hier weit und breit kein anderes Dorf gesehen. Arctus ist nicht sonderlich gut bevölkert, aber glaubt mir, von einigen Sachen werdet ihr euch noch überrascht fühlen. Um nach Arctarnia zu kommen, dem Hauptkontinent mit der Regierungsstadt Metropolis zu kommen, müssen wir durch den Lichttempel von Berzel. Wie, dies ist nicht die Welt der Dämonen? Wo denkst du hin? Arctus, das klingt wie der Name aus der Legende, die wir in Costa Welch gehört haben. Ihr solltet wirklich nach Metropolis. Dort werdet ihr alles erfahren, was wir wissen. Ohne mich, meine Lieben. Gustav. Und ich hoffe ebenfalls, dass ihr mit der Entscheidung einverstanden seid.
Ja, keine Einwände. Ach ja, du musst noch einer Untersuchung unterzogen werden. Wir wollen deine Identität prüfen. Passiert etwas Schlimmes mit mir? Kann ich dir leider nicht sagen. Warte es ab. Nach der Evakuierung kommst du nach Metropolis. Da wird es dann herausgefunden. Also sollen wir nun den Lichttempel von Berzel aufsuchen? Richtig? Richtig. Ich komme mit und werde euch unterstützen, wo ich kann. Besorgt vielleicht noch ein paar Objekte, denn die Reise ist lang. Ich reime. Zuvor müssen wir unser Gebiet aufgeben. Sprich, evakuieren. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Es ist immerhin unsere Heimat. Einige wären hier schutzlos den Dämonen ausgeliefert. Ha! Okay. Ich will mich bewegen. I still have my broom. Whee! Whee! So. Ich muss euch alle hier zusammenbringen, damit ich euch eine wichtige Veränderung unseres Lebens verkünden kann. Stellvertretend für den entführten Bürgermeister entscheide ich, dass dieses Dorf vollzählig evakuiert wird. Was? Das kannst du nicht tun. Das werde ich nicht tolerieren, Legol. Wieso musste es so weit kommen? Hört mir doch einmal bitte zu. Der Schild ist unwiderruflich zerstört. Damit ist unser Dorf den Dämonen überlassen. In Metropolis seid ihr sicher. In Metropolis gibt es keine Natur. Dort sieht alles schrecklich aus. Ich werde mit der jungen Truppe hier mitgehen und dafür sorgen, dass wir schon bald hier wieder leben können. Ihr müsst mir vertrauen. Hier sind wir nicht mehr sicher. Was soll ich sagen? Ich bin beeindruckt, Legol. Ein süßer junger Mann. Mein Held. Okay. Ich weiß nicht, egal. Hey, das ist meiner. Mann, ihr seid der richtige Schlamm. Bedürftige Frauen. Nö, ist er nicht. Ich wollte ihn zuerst haben. Ihr wartet vorerst hier, bis wir das Rätsel des Berzel-Tempels gelöst haben. Alle Mann da rein wäre zu gefährlich. Ich werde dann zurückgehen und euch Bescheid sagen. Oha, wir werden warten. Wenn jemand noch im Gasthaus schlafen will, kann er das gerne tun. Objekte gibt's natürlich auch noch so lange zu kaufen. Soll wahrscheinlich eher eine Frau sein, aber egal. Ich bleibe auch hier, damit die anderen sicher sind. Du feiger Lümmel, kommst gefälligst mit. Man kann's ja mal versuchen. Arsch. Tut uns leid, aber ich glaube, euer Freund bleibt besser bei uns. Wir bringen ihn dann nachher mit. Damit dürfte alles besprochen sein. Wir zählen auf euch, dass wir dieses Dorf wieder so vorfinden, wie es war und ihr unversehrt bleibt. Hat jemals etwas geklappt in so Spielen? Jemals! Also, das Dorf wird wahrscheinlich vernichtet sein, sobald wir wieder hierher kommen. Up in the Lightning Temple. Naja, nicht Lightning Temple, ihr wisst, was ich meine. Löse das Rätsel des Berzel. Okay. So ein Gegner? Was soll das? Berzel Klerikar greift an. Ein Klerikar. Oh, der kann Materie. Ach, damit hätte ich nur Ultima dabei. Mist, der ist immun gegen Dunkelwolke. Das ist schlecht. Ist der gegen Magie immun oder was? Ha. Oh. Wow. Ha. Okay. Entschuldigung. Schweres Rätsel. Mann, das Vieh war stark. Hauptsächlich, weil es gegen Dunkelwolke immun war. Hier ist nichts. Okay. Hier? Nein. Also noch hier. Okay. Bestimmt wieder so ein Kleriker. Nein, es ist Alexes Mutter. Ich bin ein Tempelgeist. Fürchte mich. Wir probieren es trotzdem mit Dunkelwolke. Yes!
Ah gut, es wird trotzdem nicht. So. Zurück in die andere Welt mit dir. 333, okay. Och, Manno, geht weg. Ich mag euch nicht, ihr seid stark. Hä? Da glitzert's. Warum glitzert's da? Ha! Secret of Mana Chipset. Ach Gott, was sag ich? Oh, ich bin echt neben der Spur, ey. Terra Enigma. Dammit, ey. Habe einen Tempelschlüssel erhalten. Kann ich eigentlich runter? So viel dazu. So, dann zeig mal, Lego, was du so drauf hast. Ah, 109, ja. Boah, du machst ja keinen Schaden, Kumpel. Ich mag Lego nicht. So, das müsste reichen. Komm schon. Voila. Mal gerade was gucken. Ist das jetzt das dauerhafte Mitglied, das wir noch bekommen hätten? Ja, oh Mann. Das ist ja mal doof. Ich komme nicht auf ihn. Oh, er hat 5 Ability-Punkte. Das geht alles auf an... Ah, Contra ist Angriff. Okay. Dann gehen wir auf HP. Heimat. HI-Dorf. Eternal Planet. Okay. Oh, ich habe keine Punkte mehr. Hm. Gucken wir, ob wir ihn noch besser ausrüsten können. Er hat Masamune. Gut, dass wir die schlechter Klinge gekauft haben. Einmal eine Bronzerobe, aber kein Helm. So, Pech. Also so schlecht finde ich seine Angriffsstatistiken gar nicht. So. Mhm, interessante Musik. Nein, geh weg. Nein, hier gehen wir nicht lang, wir gehen erst nach links. Mist. So. Na verdammt, was ist das jetzt? Ah. So, nach dem Kampf muss ich noch kurz einen Cut machen. Schön gemacht, Lego, ich bin stolz auf dich. Menü, so. Ich mach mal hier kurz einen Cut. So, und hier sind wir dann auch schon wieder. Für euch war es nur ein kurzer Augenblick. Ich hatte was Wichtiges zu erledigen. So, und dann machen wir weiter mit dem Lichttempel von Berzel. Yay, der Weg hat sich gelohnt für die rote Truhe mit der Phönixfeder, die wir wahrscheinlich eh niemals benutzen werden. Ja. Den Schlüssel hätten wir schon, aber wir schauen... Wow, was geht denn hier? Speichern. Brauchen wir nicht. Speichern wird überbewertet. Da ist wieder ein Geist. Was ist mit euch, ihr glitzernden Dinger? Ach man. Böser Geist. Ich war gerade die glitzernden Dinger am untersuchen. So. Kann man einem Geist eigentlich so tot wünschen? Ich meine... Lego, was kritisst du hier wieder, letzte Irre? Feuer, Wasser, Wind. Feuer, Wasser, Wind. Feuer, Wasser und Wind. Okay. Verstehe ich jetzt nicht direkt, was er damit möchte. Ha. Ha. Was sagen die HP? Nein, das war falsch.
verstehe ich jetzt auch nicht direkt, deswegen gehen wir weiter. Okay, vielleicht muss ich das Ding einfach aufmachen. Hier sind zwei Riegel, die sich nicht einfach lösen lassen. Es scheint, dass beide durch irgendeinen Mechanismus zu lösen sind. Dammit. Gehen wir mal hier weiter. Feuer, Wasser und was? Donnererde, Eis, Donnererde, Eis. Ich würde dich ja anzaubern, wenn ich kann. Die Blöcke oben und unten sollten ehemals gleiche Aufschriften haben. Durch einen Mechanismus scheinen sie durcheinander gebracht worden zu sein. Was stimmt an den ersten beiden Blöcken nicht? Oh. Oh. Okay, also muss ich mir das durchlesen, damit. Feuer, Wasser, Wind. Feuer, Wasser, Wind. Gleich. Feuer, Erde, Eis. Donner, Erde, Eis. Donner, Eis, Wind. Donner, Erde, Wind. Also einmal Erde und einmal Feuer, sage ich jetzt. So, kein Fehler. Okay, Feuer hatten wir eben schon, also nehmen wir jetzt Donner. Und beim dritten war es dann, ist es Eis. Yeah! Schön. So. Speedhacker. Yay, eine rote Truhe mit einem... Wow. Coole Sache. Die heben wir uns aber trotzdem auf für spätere Beschwörungen. Kann man hier durchgehen? Nein. Weil die späteren bestimmt Lauf besser sein werden. So ist richtig, Geist. Renn weg vor mir. Hab Angst. Dreckige Speedhacker. Ja. Yay, zwei Ability-Punkte. So. Gut, das dürfte dann der erste Riegel gewesen sein. Das klappt. Yay, hat mich ignoriert. So, jetzt müssen wir hier rein. Das verstehe ich noch nicht direkt. Das verstehe ich eigentlich im Moment noch gar nicht. Glitzert es hier irgendwo? Nein. Das ist komisch. Das ist echt komisch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Moment. Nein. Wagen generieren und dann speichern wir auch gerade mal. So. Hier war ich auch schon runtergelaufen. Hier auch. Das gibt's doch nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Hä? Wie habe ich das gemacht? Puh. Man muss sich einfach nur hinstellen und dann Enter oder welche Taste auch immer man zugewiesen hat drücken. Was eine Verarsche. Dammit. Zack, spring, los, lauf. Lauf. Immer diese kleinen Verzögerungen nach dem Springen, das ist echt gemein. Na los, aber nicht zu weit. Mann! Das war fies. Auch manchmal will abkürzen. So. Da haben wir das auch gelöst, ne? Fies. Fies, fies. Ich habe voll Lust auf Pizza jetzt. Mal gucken, wie weit wir das noch machen.
Euer Wille hat euch hier hingeführt. Euer Wille folgt euch nach Arctania. Lasst euren Weg weiterführen zum anderen Ende der Welt. Ich will aber das Glitzern antatschen. Was hat das zu bedeuten? Diese Schreine waren einst die Hauptreiseart auf diesem Planeten. Einst gab es Dutzende von ihnen. Aber gut, das steht erstmal nicht zur Debatte. Wir haben nun auch keine Zeit für sowas. Wir müssen den Weg nach Arctania weiterführen. Der Dämon darf den Weisen nicht zum Ausplauschen von Informationen zwingen. Das wäre der Untergang aller. Untergang? Wir haben doch schon längst verloren. Das macht doch von Zeit zu Zeit weniger Sinn, sich der höheren Macht entgegenzusetzen. Es macht so lange Sinn, dagegen anzugehen, wie es eine Möglichkeit gibt. Und solange diese Welt lebt, gibt es diese. Endlich eine Person, die meine Einstellung teilt. Wir dürfen niemals aufgeben. Wir müssen immer weitermachen, nie aufhören. Wie oft haben wir gegen Treya verloren? Haben wir nicht sogar gegen einen anderen Dämon auf dem Vulkan verloren? Nein, haben wir nicht, du blöde Kuh. Wir haben ihn besiegt, instant, mit deiner Dunkelwolke. Woher schöpft ihr noch Hoffnung? Es langt! Wir werden so lange weitermachen, wie wir können. Wenn du willst, kannst du aussteigen. Oh, ich bin das Mädchen, hab mich lieb. Ich habe verstanden. So kenne ich ihn ja gar nicht. Wenn wir gleich da sind, wartet kurz auf mich. Ich sage den anderen erst Bescheid. Lass mich dein Glitzern berühren. Lass mich dein Glitzern berühren. Ja, darf ich jetzt auch reisen? Hallo? Irgendwie passiert jetzt nichts. Hä? Ich bin verwirrt. Sollen wir jetzt wieder zurück und den anderen Bescheid sagen, oder? Der hat doch was anderes gesagt.